Jetzt kommen wir zu einem neuen Abschnitt. Ihr seht hier die Köpfe des Grauens. So, ich werde mal gucken, dass ich die nächste Options bekomme. Zwei auf einmal. Die zwei weiter unten. Jetzt habe ich die Laser. Die ja, auch das hier. Hier haben sie auch wieder übertrieben ohne Ende. So. Oh mein Gott. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr hardcore. Ihr seht das. Es wird hart werden. Aber es wird auch ziemlich schön. Also da, wenn wir das geschafft haben. Wir kommen nämlich immer in so schöne verschiedene Welten. Das wird sich... Oder die Bosse werden auch... Wobei beim ersten kommen... Werden wir alles sehen. Werden wir alles sehen, Freunde. Laser. So, jetzt habe ich nochmal versucht zu save sein. Hat geklappt. Etwas zu dieser Option-Sache mit diesem, ja, orangen Zusatzkasten über uns. Und zwar ist der Vorteil davon, ihr könnt euch das hinter euch bringen. Jetzt lasst es doch mal bleiben. Ihr könnt euch das hinter euch bringen, dann so einen doppelten Schuss nach vorne abgeben. Oder eben auch über euch und das so von oben schützen. Oder eben von unten schützen. Ich versuche mal drüber zu fliegen. Ihr könnt natürlich die Gegner hier auch besiegen. Klar. Das geht natürlich auch. Nur ist es nicht immer möglich. Ihr müsst nämlich rechtzeitig genügend Schüsse abgeben. Und die brauchen zum Teil auch recht lange, wie ihr seht. Zum Beispiel der da. Boah, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Und dann stirbt er im letzten Ring. Ich glaub's ja nicht. Mother Brain wäre nicht so stolz auf uns. So. Was soll denn das eigentlich darstellen? Ich weiß es nicht. Alter. Wisst ihr was? Ich gehe nach oben. Wir gehen nach oben. Und zwar sofort. Boah, wie knapp. Und ich glaube, hier bin ich etwas besser aufgehoben. Weil er schluckt die ja richtig. Scheinbar muss man ihm in den Mund schießen. Und dann kann man sie besser besiegen. Also hier oben seht ihr deutlich besser, als wie irgendwie unten lang zu laufen. So, ja. Was ist das hier? Damit, boah, besiegt ihr alle Gegner, die im Bild zu sehen sind. Das heißt, in dem Fall besiegt ihr wahrscheinlich die, ja, die Ringe, aber da die sofort neue produzieren, ist das natürlich auch nicht so leicht. Dann nehme ich es halt nicht. Wenn ihr nicht wollt, ich brauche es nicht. Ich kann auch ohne überleben. Ich werde jetzt mal auf die nächste Option warten. Bitte was? Ich würde da gerne mal durchkommen, weil, es wird erst richtig toll, wenn wir das nächste Options-Gedöns haben. Denn auf diese Weise bekommen wir zwei dieser Zusatzstützen. Und das ermöglicht uns, die doppelte Anzahl an Missiles abzufeuern nach unten. Und eben auch nach vorne einen Dreierschuss zu bringen. Beziehungsweise sogar über ein größeres Areal zu schießen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Oh Mann. Junge, Junge, Junge. Erkennt ihr die Problematik bei dem Spiel? Ich hoffe doch. Ja, damit besiegen wir alle Gegner. Nur scheinbar zählen die Köpfe da nicht dazu. So, wartet ab. Probier jetzt gleich mal ein Safe State. Okay, jetzt. Ich hoffe, da komme ich noch raus. Jawohl. Ihr seht jetzt, damit kann ich mich von... Damit mit diesen zwei Options kann ich mich von oben etwas schützen. Aber es schützt mich nicht überall. Boah, da muss man echt hoffen, dass man da durchkommt. Junge, da trifft mich der erste Schuss. Hör auf. Man muss ja echt sagen, so, dass die Shoot'em-Ups
etwas nachgelassen haben. Also es gibt sie nicht mehr so in der Art. Klar gibt es noch immer so ein paar Indies, die Shoot'em-Ups erstellen, aber im Großen und Ganzen waren ja das früher hier die Top, hauptsächlichen Spiele für Hallen und sowas. Aber mittlerweile gibt es sie etwas selten, also nicht mehr so in der Form. Boah. Okay, das Vieh, ihr wisst, einfach ausweichen. Oder? Okay. Jetzt. Okay, ich habe noch keine Taktik. Wir müssen also ihm ausweichen. Und ihm auch gleichzeitig. Jetzt fliegt doch. Ja, haben die da drei, natürlich. Mein Name ist Hase. Fliegt doch! Falls ihr euch fragt, was das Fragezeichen in der in den Upgrades unten bedeuten könnte. Dazu kommen wir später. Ich werde aber noch nicht verraten, wofür es steht. Das schauen wir uns dann zu gegebener Zeit an. Zum Glück habe ich diese Missiles. Die sind echt mächtig. Mach doch. Junge. Ich frage mich echt eines, wenn man ja Game Over geht, also nicht richtig Game Over, aber eben mal stirbt, dann verliert man ja alle Upgrades, dann wird das ja hier nochmal, dann wird das ja unmöglich, die zu besiegen. Ich werde auch einen Teufel tun und jetzt ein Safe State setzen, denn da kann man nur eines machen, sich ver-Safe-Staten. Den lassen wir einfach mal durch. Und dann habe ich ein Problem mit dem, auch der geht noch klar. Dann habe ich aber ein Problem mit seinem Freund, dem dritten. Also Bosskämpfe haben die hier auf ein völlig neues Level gebracht. Ja, den zweiten hätte ich auch noch bekommen, nur leider. Hat das Schiff eine Stabilität einer Gurke. Ich dachte, ich hätte einen Bug gefunden. War das die Allzweckwaffe, die ich gesucht habe? Könnte das gewesen sein, wenn ich mich hier hinstelle? Achtung, der kommt sofort. Wow, der hätte mich beinahe überrascht. Den kriegt mich nicht. Jawohl. Ja. Nein. Wow. Das war der Trick. Ich habe ihn gefunden. Boah, hat das jetzt lang gedauert. Ist das euch? Meine Nerven liegen blank. Ach ja. Mach bitte mit den Saves. Nein. Okay. Willkommen zurück. Okay, aber im Endeffekt ist das wohl der Trick. Die Weise kann man sich ganz, ganz viel vom Hals schaffen. Nämlich die beiden. Den kriegt man ja Platz sozusagen. Und den kann man auch ausweichen. Und dem auch. Boah, Gott sei Dank. Okay, jetzt habt ihr gesehen, wie das einfach gehen könnte, wenn man Taktiken kennt. Und jetzt geht's auf zum Boss. Er bewegt sich übrigens auch jedes Mal schneller. Das sieht man deutlich jetzt. Wow, und ändert die Richtung. Also immer versuchen mit euren Options ihn zu abzuschießen. Boah, das war knapp. Oh oh. Bleib mir vom Leib. Bleib mir doch vom Leib. Mein Gott. Das ist schon ein Hardcore-Boss, hey. Der wird außerdem bei jeder Etage, bei jeder Stage, willst du nennen, wird er schwerer. Da sollte ich auch weiter weggehen. Klar, ich könnte schneller schießen, wenn ich mich direkt vor ihm befinde. Aber in dem Sinne ist es deutlich besser natürlich, weit weg zu sein. Da kann man immerhin noch reagieren. Ja, definitiv die bessere Wahl. Am besten ist es natürlich, wenn man hier so schräg diagonal gegen ihn kämpft. Dass die Schüsse von den Options noch auf ihn drauf gehen.
wenn man selbst aber aus der Schussgerade ist. Und so besiegt man ihn. Sehr gut. Dankeschön. Na Gott sei Dank. Kann das jetzt noch schwerer werden? Schauen wir mal, was da jetzt kommt. Also erstmal holen wir uns auf jeden Fall hier die Upgrade-Zeugs. Und versuchen uns nicht treffen zu lassen. Was jetzt wunderbar geklappt hat. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, dass wir... erstens uns einen Speed holen. Das können wir ja direkt mal machen. Beim ersten bekommen wir ja hier den Speed. Und dann sparen wir mal... Jetzt sind wir schon deutlich schneller. Jetzt sparen wir mal auf Laser. Laser. Doch, Laser. Wenn ich nochmal eins bekomme und nicht sofort sterben würde. Ich habe schon geahnt, bevor ich gestorben bin, dass das wohl gleich mein Ende sein wird. Oh mein Gott. Aber das hat mich echt gerade geschafft. Also der Gegner gerade. Diese Gegnerhorden da gerade eben. Das war schon ordentlich. Weil man natürlich sagen muss, dass es jetzt nicht leichter wird, ne? Keineswegs. Die da bräuchte ich eigentlich. Weil wie gesagt, da kriegen wir Speed. Ach, shit. Die muss man natürlich alle bekommen, dann bekommt man eben ein Upgrade dafür. Da ist es. Aber das nutzen die Gegner natürlich auch ganz, ganz leicht aus. Um einen zu besiegen, in dem Sinne, weil man da hinfliegt, um einen... Jetzt mache ich mal hier den intensiven Schuss. Vielleicht kommen sie da nicht durch. Ne, kommen sie nicht. Man kann eben jetzt so eine Schusswand sich, bringen und dadurch von unten schützen. Oder eben von oben schützen. Und somit versuchen, hier zu überleben, was alles andere als... Leichtes. Und ich sterbe. Ich hab's so gewusst. Okay, Freunde, kommt her. Greift an. Ich warte auf euch. Okay, hab's. Dankeschön dafür. Alter. Ja. Also, ich finde auch... Sehr, das muss man mal natürlich so sagen. Es wird krank. Wenn wir hier so Gegnermassen haben, die alle schießen, dann ist das mehr punktgenaues Ausweichen, als wie sich wirklich durchschießen. Es geht mehr ums Ausweichen, fast schon. Das liegt daran, dass unser... Ja, man kann es noch nicht mal Raumschiff nennen, weil das geht ja beim ersten Schuss kaputt. Ne? Manche Flieger in Science-Fiction-Filmen, die halten da deutlich mehr aus als unser Pappstiel da. Ne? Das kann man ganz klar so sagen. Ja, die kriege ich nicht. Und da fliegt natürlich, das sind aber auch Kamikaze, da kann mir keiner was erzählen, das sind Kamikaze-Flieger, ne? Der hat ja, das Udersaal sind so weit entwickelt, dass sie halt Autopilot angeschmissen haben. Das weiß ich ja jetzt nicht. Wie weit diese Aliens hier schon entwickelt sind. Ein Tipp ist auf jeden Fall, immer schön in Bewegung bleiben, weil die visieren euch an. Ja, die sind ganz gerissen, die visieren euch an. Und können euch dementsprechend auch leicht besiegen, wenn ihr nicht aufpasst. Jetzt habe ich es geschafft. Kommt aber leider schon die nächste Fuhre. Ich kann nicht safe staten. Keine Zeit. Die lassen mir keine Zeit. Die wissen das genau. Ne? Die wissen genau, dass ich keine Zeit zum safe staten habe. Kommt her, Freunde. Ich warte auf euch. Na, nicht alle bekommen. Wie gesagt, ist es sinnvoll, in Bewegung zu bleiben. Meinetwegen auch etwas im Raum, von wegen rechts und links zu wechseln. Vielleicht nochmal Speed reinzuhauen, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Bei Speed müsst ihr allerdings aufpassen. Es kann nämlich sein, dass ihr zu viel Speed reinhaut, sodass ihr die Kontrolle ein bisschen über euer Flugzeug verliert. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Dann doch lieber gucken, dass ihr nicht die Maximalstufe von Speed erreicht. Wenn ihr die Maximalstufe erreicht habt, habt ihr ja gesehen,
dann leeren sich die Kästen auch. Man sieht dann, man kann es nicht mehr aufleveln. Alter. Also ich werde eh gezwungen, mehr oder weniger, hier so eine, ein bestimmtes Areal immer ohne Safe States zu durchschreiten. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht in der Geschwindigkeit zu meiner Taste komme, um das zu Safe Staten. Aber das macht es natürlich auch etwas besser und spannender. Klar. Aber ich hatte ja eh nicht vor, schrittweise zu safen, weil das, finde ich, ist einfach das, da braucht man es auch gar nicht zu spielen. Meine Meinung. Boah. Mach, tut es doch nicht. Oh, mein Güte. Und in diesem Moment schrittweise safen angebracht. Nein, Spaß. Wie gesagt, ich kann es gar nicht. Weil, dann könnte ich nicht mehr steuern. Dann mach ihn fertig. Klar, der erste Schuss trifft mich. Ich erwarte euch. Kommt her. Ja, perfekt. Auch die kriege ich sofort. Wie gesagt, gibt alles Power-Ups. Am besten wäre es natürlich, wenn wir uns den Laser schnappen, weil der ist mächtiger als wie hier der Standardangriff. Aber dazu müsste ich halt mal überleben. Das ist so die Sache. Ist das... Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Ich find's einfach krank. Komm, mach so Platz. Das sind nämlich billige Upgrades. Die kann man so bekommen. Ja. Einfach am besten alle mitbekommen. Okay, okay, okay. Wow. Na, ja, perfekt. Bisher läuft's. Jetzt machen wir... Dankeschön. Jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt Laser. Und tot. Jetzt Laser. Und Schnee. Und tot. Kannst du mal bitte leben? Einfach zurückfahren. Fahren im Raum. Das ist immer das Beste. Ich mache nochmal Speed rein. Ja. Vor allem bei diesem Gegner ist natürlich der Laser optimal, weil die Gegner dahinter auch direkt besiegt werden, weil der Laser durchgängig ist.